Und mit diesem wunderschönen grauen Himmel, Leute, hier ist die Stadt. Wo ist er hier? Ha. Herzlich willkommen, Leute, zum neuen Video. Hier heute mal wieder, was sind wir hier an der Wachenburg, Leute. Richtig schöne Burgruine. Ich weiß gar nicht, ob wir darauf kommen, werden wir sehen. Wenn man erwartet uns heute hier so richtig schöne Geschichtsstunde mal wieder. Ein paar alte Relikte. Wir sind hier im, das ist ein Pfälzer Vorwald. Oh, geht ja schon gut los, Alter. Die Tour hat noch nicht mal angefangen. Pfälzer, wie heißt denn das? Vorland? Leute, ihr wisst, was ich meine. Der Pfälzerwald. Habt ihr gesehen, der türmt sich jetzt quasi hinter der Burg auf. Da gehen wir jetzt dann, wie gesagt, auch hin. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Also eine gigantische Anlage, muss ich sagen. Aber halt auch so ein bisschen mit Halligalli drauf. Also man kann da Glühwein trinken, man kann da wunderschön sitzen. Also herrlich. Richtig schönes Fleckchen Erde hier, super leise. Man hört so ein bisschen das viel besagte Pfälzer Vorberg, Berg vor, ihr wisst Bescheid, Land. Ist sehr cool. Aber deswegen bin ich eigentlich gar nicht hier. Ich habe wieder bei Google irgendwie durch Recherchen irgendwie entdeckt. Das ist jetzt auch kein richtiger Wanderweg. Ich habe es bei euch eingeblendet hier. Bis ich Pfälzer Waldfahrt und irgendein Sektpfad, den kann man hier natürlich auch gehen. Aber den werden wir heute nicht gehen. Das ist heute wieder so ein bisschen selber zusammengeschustert. Hier soll es halt viele Steine geben, wie man hier sieht. Aber darauf kommt es mir jetzt nicht an. Gibt hier noch so die eine oder andere kleine Überraschung. Bin ich sehr gespannt,
Hier ist ein bisschen was Geschichtliches, was Jahrhunderte alt ist. Wetter könnte ein bisschen schöner sein. Über uns scheint die Sonne, so ein bisschen zumindest. Hat man ja am Anfang gesehen. Aber naja. Lasst uns jetzt die Laune nicht verderben, Leute, nach 3 Wanderungen in Brandenburg. Man merkt es ja am Atem. Oh Gott. Was ist denn jetzt schon wieder los? Man merkt es an. Sag mal. Man merkt es am Atem. Sag mal an, ey. So ein bisschen Frost ist auch noch. Jetzt sehen wir auch ein bisschen Eis. Aber so außer Atem ist man in Brandenburg beim Wandern jetzt nicht wirklich, ey. Grau in Grau. Geht's weiter, also passiert ist hier noch nicht viel. Leider ist mir gerade aufgefallen, dass ich ja diese extrem schönen Frosttage, wo das jetzt so schön sonnig gewesen ist, Mitte Januar, komplett verpasst habe. Oh, ey, es ärgert mich so, ey. So, jetzt weichen wir hier vom Wein- und Sektpfad erstmal ab. Okay. Wie gesagt, selber zusammen, sucht die Route. Oh, ich habe mir so gewünscht. Ich habe wirklich auf der Arbeit gesessen und dachte mir so, oh, was ich jetzt für Wege kennen würde, wo jetzt die Eiszapfen mir an den Felsen runterhängen. Und dann sieht man bei Facebook auch noch diese Bilder, wo Tonnen von Eis an welchen Felsen hängen. Dachte ich mir so, scheiße, hast du jetzt verpasst. Ne? Weil pünktlich zum Wochenende, hier grüße ich ihn raus oben an Monsieur Petrus. Pünktlich zum Wochenende ist natürlich wieder grau und grau. Also Frost ist es noch. Wir kommen auch an typischen Pfälzerwaldfelsen vorbei. Ob da nur Wasser hängt, ich weiß es nicht. Und an einem Bachtal kommen wir auch noch vorbei. Ob da Eis ist, ja, ich weiß es auch nicht. Also um die 0 Grad sind's. Oh, das ist so schade, ne? Es hat wieder so gar kein Wetter. Ich werde versuchen, das bestmöglich irgendwie rüberzubringen, dass es zumindest auf dem Video nicht so trist aussieht wie jetzt hier, Leute. Oh, das ist unfassbar, ey. Sehen. Ein wunderschöner Pfad geht hier hoch. Der ist noch lange nicht zu Ende. Der heißt Konrad Pfad. Laut Internet. Hier ist schöne Kiefern sind hier auf jeden Fall am Start. Richtig schöner Pfad hier durch den Wald. Richtig schöne Ruhe. Und man hört es am Schnaufen richtig schön berghoch. Also man sieht es hier so ein bisschen an der. Da sieht man nicht so richtig. Am gegenüberliegenden Berg, das war hier ganz schön hoch gestiefelt sind. Da bitte sind wir auch langsam. Jetzt könnten wir langsam mal oben ankommen, ey. Mal darüber reden, was für ein unfassbar geiler Wald das hier ist, was für ein geiler Pfad hier oder generell Pfade. Also ich muss ja sagen, dass mich das bis jetzt, die Highlights haben wir ja noch nicht gesehen, dass mich das hier extrem überrascht gerade. Vollkommen unterbewertet hier und vollkommen zu Unrecht relativ unbekannt der Weg hier. Ey, das ist unfassbar. Ich hatte tatsächlich seit langem eben mal wieder das Gefühl, auf einer Bank zu sitzen. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, dass man fast so eine Art Ohrenschmerzen bekommt, wenn man nichts hört. Ey, das ist unglaublich, ey.
Das ist einfach unglaublich. Also habe ich mir jetzt eben ein bisschen vorgenommen. Diese gehypten Pfälzer Waldpfade habe ich jetzt fast alle durch, muss ich sagen. Also da gibt es jetzt nicht mehr so viele. Einen oder anderen, den ich noch auf der Liste habe. Aber einfach mal random hier Google Maps nehmen. Pfälzer Wald sich raussuchen. Irgendein Ort, der hier am Rande liegt oder wie auch immer. Ey, ist der nächste schöne Pfad. Ey, oh, guckt euch das mal an. Das ist alles Heidekraut. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt rufen wir hier durch den Heidekrautweg. Ist das schön, ey. Boah, ich aufgrund der Farben kann das wahrscheinlich jetzt ja keiner nachvollziehen. Weil ich mache halt immer so ein paar Zeitraffer vom Weg. Man sieht mal so ein bisschen, wie der beschaffen ist. Also ja, bis jetzt sehr, sehr schön. Und ich habe das Gefühl, nach langer... Oh, Alter. Fix und fertig hier, ey. Nach langer Suche hier bei Google Maps und Co. Ey, ich glaube, du kannst hier jeden Ort hier raussuchen, der irgendwie am Pfälzerwald liegt. Und dann guckst du, was gibt's da für Sehenswürdigkeiten. Was ist da eingezeichnet? Und dann einfach den Namen der Sehenswürdigkeit eingeben. Wandern dahinter eintippen und dann kommen bei Komoot, bei AutoActive schon automatisch irgendwelche Vorschläge. Jetzt habe ich den hier auch gefunden. Ich habe ja noch nie so einen Heideweg hier gesehen. Leute, ich weiß, kann keiner nachvollziehen hier die Euphorie, aber ist schon was besonders Feines. Wenn die natürlich jetzt noch blühen würde, natürlich sind jetzt hier so ein paar alte Blüten noch vom letzten Jahr, aber schon sehr, sehr cool, ey. Wunderschöne Pfade und hier so langsam, ihr könnt es erkennen, das sind nicht nur Steine, Leute. Hier muss mal irgendwas gestanden haben. Irgendwie so ein Eingang hier unten, diese alte Mauerreste und natürlich ein Grenzstein. Leute, wir nähern uns zu dem eigentlichen Highlight hier. Leute, festhalten, nicht erschrecken. Was hat denn hier für einen Sturm durchgeweht? Oh mein Gott, ey. Das sind ja nicht mal Forstarbeiten gewesen. Die hat es einfach hier umgeknickt. Wie Streichhölzer, die Bäume, ey. Alter Schwede. Also, irgendwie wünsche ich mir ja immer noch, an so einem Tag mal im Wald zu sein. Stellt euch das mal vor, ey. Hier ist richtig schöner Sturm und um dich herum fallen die Bäume hier nur so um wie Streichhölzer. So, jetzt wundere ich mich jetzt hier gerade. Nicht, dass das hier so ein breiter Weg ist. Das interessiert mich erstmal so gar nicht. Alter, Vater, da sieht das aus hier. Das ist schon krass, ey. Also der Weg stört mich jetzt hier nicht, weil hier immer noch eine absolute Ruhe herrscht. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das hat man so selten auf Wanderungen. Und wenn, tatsächlich aus Erfahrungen der letzten, weiß ich gar nicht, 300 Wanderungen oder so, dann hier im Pfälzerwald teilweise. Ich suche jetzt hier irgendwie diesen Bräuninger Felsen. Der stand ja nur schon ein paar Mal ausgeschildert hier irgendwie dran. Hä? Habe ich jetzt noch nicht gefunden. Naja, vielleicht... Vielleicht kommt da noch der Gute. Wieder wunderschöner Waldpfad hier. Die Vögel sind am Singen. Ey, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wohl ich mich gerade hier fühle. Klingt jetzt total bescheuert, aber Leute, mir ist nicht kalt, mir ist nicht warm. Es ist kein Wind. Ja, Sonne wäre jetzt natürlich... Das i-Tüpfelchen, man hat seine absolute Ruhe hier am Samstag. Das ist wirklich, ja, es ist optisch vielleicht kein Highlight. Man kann das Beste versuchen, draus zu machen, aber das ist auch der Grund, warum ich das im Winter wirklich bevorzuge. Der Wald ist hell, freundlich. Natürlich, wenn im Februar, März so die ersten Frühblüher kommen, ist natürlich nochmal das kleine i-Tüpfelchen hier an der Sache.
aber oh, ich habe das nicht bereut, rausgegangen zu sein. Hat mich heute ein bisschen hier, wie gesagt, Recherche gekostet und wie ja keine Ahnung gehabt. Ja, ein bisschen schade, dass es hier nur überhaupt gar kein Eis oder sowas gibt. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen was in diesem Bachtal nachher. Also irgendwie an einem Bach kommen wir noch lang, aber na, ich mache mir da nicht viel Hoffnung, dass der irgendwie gefroren ist. Ich glaube, da gibt es andere schöne Gegenden, wo man das genießen kann. Und jetzt kommen gleich Schlag auf Schlag die Highlights hier, Leute. Richtig schöne Felsen. Also dieser Bräuninger Felsen kommt noch, habe ich gerade geguckt. Und dann die für mich eigentlichen Highlights. Ihr werdet nachher lachen. Das sieht erstmal relativ unspektakulär aus, aber ich werde euch die Infos dazu einblenden. Und dann kann sich ja jeder selber mal so ein Gedanken drüber machen, ob das nicht vielleicht doch ein bisschen spektakulär ist. Also wie ihr wisst, ich stehe ja so auf alte Sachen. Auf sehr alte Sachen. Und ja, könnte ziemlich alt sein, was wir da gleich zu sehen kriegen. Den wunderschönen Bräuninger Felsen habt ihr gesehen. Das ist ein geiler Trümmer, ey. Erstmal schön Pause gemacht da oben. In der Höhle unten könntest du so ja schlafen. Und ich fühle mich wie so ein Fünfjähriger, der endlich ein Eis bekommen hat. Halt. Ich hab mein Eis bekommen. Zumindest ein bisschen. Das ist nicht so die Spektakularität wie woanders, aber ich habe Eiszapfen gesehen. Ziel für den Winter erreicht. Würde ich sagen, jetzt kann es Frühling werden. Ey, was hier früher so abging, möchte ich mal wissen, ne? Pfälzer Wald ist ja echt hier mit Grenzsteinen und irgendwelche, weiß ich, an den Bräuninger Felsen sollen irgendwelche Rituale früher abgehalten worden sein. Das ist echt der Knaller, ne? Und ihr seht schon wieder hier, richtig schöner. Hier unten sind sogar, kann man sehen, hier noch Kastanien, so Esskastanien. Esskastanienbäume, Leute, richtig herrlich. Oh, ist das schön. Also ich habe doch endlich mal den Beweis dafür, dass es doch wirklich kalt ist. Die haben nicht mal getropft, die Eiszapfen. So, jetzt geht's hier schön schnurstracks in Serpentinen hier den Berg wieder runter, den wir uns hier mühsam hochgequält haben. Ich weiß gar nicht, ob wir... Ich glaube, wir müssen dann nochmal einen Berg hoch. Also jetzt erstmal Bachtal. Vielleicht auch ein bisschen Eis, mal gucken. Und dann kommen die ein oder zwei für mich in einer noch cooleren Highlights. Der Junge hat sein Eis bekommen. Hier immer noch ein bisschen zu erkennen. Wunderschönes Bachtal, geht hier auch relativ lang an dem Bach entlang. Lang an dem Bach entlang. Mhm. Wisst ihr Bescheid. So 1,5 Kilometer haben wir jetzt noch. Damit die Hand jetzt so ein bisschen hier an der Kamera festfriert, werde ich jetzt schon mal hier so ein kurzes Fazit geben. Ein richtig schöner, kleiner Geheimtipp, muss ich sagen. Gefällt mir extrem gut. Es gibt Sitzmöglichkeiten. Wir haben Bäche, Leute, wir haben Felsen, wir haben alte Relikte. Ich wollte ja eigentlich nicht spoilern, aber die kommen jetzt dann gleich am Ende noch. Also gerne noch dranbleiben. Ich werde euch ja noch einblenden, was das hier alles gewesen ist. Also einzigartige Natur, diese Kiefernwälder hier mit der Heide hat mir extrem gefallen.
Das hoffe ich vergesse es nicht und dann werde ich da im Spätsommer mal hingehen. Also das ist mir auch selten. Ne? Also wenn das dann auch blüht und bei etwas angenehmeren Temperaturen da lang zu gehen, würde mir schon gefallen. Also extrem wenig los, extrem ruhig der Weg. Wie gesagt, die zwei Highlights kommen jetzt noch zum Ende. Werde ich euch einblenden, was das jeweils gewesen ist. Und dann soll es jetzt schon mit einer, wie ich finde, richtig schönen Wanderung hier für 2024, die allererste echte gewesen sein. Was ist denn das hier? Ein riesen Rastplatz. Gut, hier kommt jetzt ein riesen Rastplatz, also wie gesagt, Bänke und so was. Gibt es tatsächlich hier auch meines Erachtens nach genügend. Da gibt es im Pfälzerwald einige bekannte Wege, wo es weniger Rastmöglichkeiten gibt. Da leg ich mir den Weg noch bahn auf den letzten guten Kilometer, anderthalb Kilometer vielleicht noch. Und das ist tatsächlich auch wirklich dieser Sekt- und Weinpfad größtenteils gewesen. Also nicht wundern, weswegen der dann hier auch als Logo auftaucht. So, und dann wie gesagt, genießt die letzten Bilder hier von diesem schönen Weg. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut, Leute, und ciao.